So, grüß euch. Wie versprochen sind wir wieder zurück mit einem neuen Video. Und wie im Blog angekündigt, wird es heute ums Thema Survival Kit und Überlebensausrüstung gehen. Ich stelle auch, wie von euch gewünscht, ein bisschen was von unserer Ausrüstung vor. Ich zeige, was man mit unserer Ausrüstung selbst machen kann, wie man noch improvisieren kann, wie man sie verbessern kann. Ich stelle auch andere Ausrüstung vor, nicht unbedingt von uns. Manche Sachen haben wir im Shop, manche Sachen auch von anderen. Es geht jetzt ja nicht hundertprozentig darum, nur unsere Produkte euch zu zeigen, sondern auch einfach mal, was ihr in der Kombination damit machen könnt. Mein Rucksack ist diesmal zur Hälfte eigentlich nur mit Demo-Material fürs Video gefüllt. Und ich hätte jetzt gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mit den Survival Kits an. Machen wir jetzt noch eine kleine Einführung dazu und dann stelle ich mal zwei von mir genutzte Kits vor. Und danach machen wir weiter mit einzelnen Elementen für Überlebensausrüstung. Das heißt, ich will euch nicht ein Set vorgeben, wo ich sage, das muss es sein, sondern es gibt gewisse Bedürfnisse, die diese Survival Kits erfüllen müssen. Und diese, ich sage jetzt mal, Helferlein, die diese Bedürfnisse erfüllen, sprich, was kann man dafür nehmen, die werde ich vorstellen. Und ja, das machen wir jetzt mal. Wenn die Zeit hinterher noch reicht, ich habe auch noch was Neues im Rucksack, aber das machen wir dann zum Schluss, so der Akku dann noch lebt, weil hier ist es aktuell doch ziemlich frisch, werde ich das auch noch vorstellen, aber jetzt fangen wir mit den Survival Kits an. Sehen wir uns dann gleich. So, jo, da wäre ich wieder. Ich habe jetzt die zwei Sets da. Da sind das diese beiden. Der kleine ist mein Options Kit und der große ist der normale Survival Kit. Weil möchte ich dazu eins sagen. Es gibt ja verschiedene Theorien zum Thema, was braucht man zum Überleben. Die einen sagen, ja, man muss alles können, man muss sich einen Unterstand bauen können, man muss jagen können, man muss sich ein Messer aus einer Tonscheibe machen können, etc. Die anderen sagen, ja, völliger Blödsinn. Hauptsache ich nehme ja gescheite Ausrüstung mit und dann brauche ich gar nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Situationen, die ich bisher erlebt habe, hätte keins von beiden geholfen. Habe ich einen Tab und einen Schlafsack und bin zu dumm, mir einen Lagerplatz zu suchen, werde ich frieren oder erfrieren. Habe ich einen Tarp und spann's falsch auf, werde ich nass. Habe ich super Kleidung und trage sie verkehrt rum, friere ich. Das funktioniert nicht. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man ein gesundes Basiswissen hat, eine gesunde Grundvernunft, ein bisschen, ich sage jetzt mal, solide Naturkundekenntnisse, ein bisschen Physik. Und wenn man dann ein bisschen Ausrüstung hat, die dieses Wissen unterstützt, dann ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Wenn man dann nicht jedes schwachsinnige Risiko eingeht, kann eigentlich im Regelfall nicht mehr allzu viel Schlimmes passieren. Ich werde jetzt anfangen mit zwei Sets, die ich persönlich mitnehme. Ich muss dazu sagen, ich gehe jetzt aus von, ja, sagen wir mal, zwei, maximal drei Tagen außerhalb der Zivilisation. Deswegen habe ich zum Beispiel kein Angelzeug drin. Weil ich sage, drei Tage komme ich ohne Essen aus. Wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, wenn man ausreichend Wasser hat, geht es. Muss da klein, in dem Fall einen kleinen Querverweis. Im vergangenen Sommer hat Ronny vom Team Survival eine Alpenüberquerung gemacht und fünf Tage so gut wie ohne Essen. Ein bisschen Grünzeug vom Wegesrand und das war's. Und er ist quasi auf seinem Willen weiter marschiert. Und das beweist ziemlich gut, dass es auch ohne geht. Und deswegen habe ich so Sachen wie Angelzeug oder ähnliches nicht in meinem Repertoire. Ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel kein großer Freund vom Insektensammeln oder ähnlichem bin. Das ist sicherlich mal eine interessante Erfahrung, aber ich sage jetzt mal, fürs normale Europa braucht man es nicht. Deswegen werde ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Und ich fange jetzt an mit dem kleinen Options Kit. Kleine hellblaue Dose hier. Das erste, was man sieht, ich habe vorne drauf bzw. innen eingeklebt die wichtigsten Signale für Suchmannschaften. Findet man im Internet, Ausdruck einkleben. Die Dose selbst ist die kleine Dose von der BX-Drahtsäge. Man sieht es ja also von der Größe, das passt in jede Hemdtasche. Zusammengeklebt ist das Ganze mit ein bisschen Duct Tape, ganz normales, schmales Isolierband.
So, und jetzt gehen wir mal an den Inhalt. Prinzipiell ist es so, so ein Set soll mich in die Lage versetzen, nicht zu frieren, nicht zu dehydrieren, mich nicht zu verlaufen und nicht irgendwo einen Abhang hinunterstürzen, in eine Schlucht oder in eine Gletscherspalte vergraben zu sein. Dementsprechend ist das Ganze eben auch aufgebaut. So, ja. Zum ersten Murphy's Law. Durch die Kälte hat sich der Klebstoff gelöst. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Okay. Das erste, was ich hier habe, sind Alkopads. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht als Schleichwerbung. In meinem Fall von der Firma Braun. Das sind ganz einfach kleine Tupfer mit Alkohol. Können zum Wunden desinfizieren benutzt werden. Können aber auch zum Feuermachen benutzt werden. Dann, das kennt glaube ich jeder und zumindest auch jeder, der irgendwann mal eine SAS-Doku gesehen hat, ein Kondom. Natürlich nicht für den Originalgebrauch, sondern als Wasserspeicher. Kann tatsächlich als Wasserflasche benutzt werden und damit es nicht reißt, in der Socke transportiert werden. Wie gesagt, das soll vor Dehydration schützen. So. Dann haben wir Orientierung, ein kleiner Knopfkompass. Die werden wir heute noch öfters sehen, die kleine BX-LED. Die baugleiche LED hat es auch in die Überlebensausstattung Spezialkräfte geschafft. Leider nicht von uns, sondern von einem anderen Importeur. Schön wäre es gewesen. Aber wie gesagt, die habe ich eigentlich in jedem meiner Sets. So, dann haben wir. Das ist jetzt nicht unbedingt den Bedürfnissen, wie ich es vorhin aufgezählt habe, geschuldet. Ein bisschen Nähzeug. Ganz einfach. Der Survival-Fall oder der, ich sag jetzt mal, der Nutzungsfall für den Survival-Kit muss nicht zwangsweise sein, dass ich um mein Überleben kämpfe. Es reicht schon, wenn eine Jacke reißt oder ein Poncho reißt oder der Rucksack hat einen Defekt und dann ist eine schöne Tour am Ende. Hiermit kann ich zumindest mal die Tour noch zu Ende bringen, ohne entnervt aufhören zu müssen. Und kostet nichts und liegt nichts. So. Ja, Survival heißt ja auch im Ernstfall gefunden werden. Das ist eine kleine Signalpfeife. Die ist lauter als man denkt. Bekommt man in diversen 1-Euro-Shops. Nochmal für Licht und Wärme einen kleinen Kerzenstummel. Kann eben auch als Zünder benutzt werden. Oder um ein zögerlich brennendes Feuer weiter anzufachen. Tampon kann ich aufrollen als Wundauflage, ich kann ihn als normalen Zünder benutzen oder ich benutze ihn in Kombination damit. Das ist Vaseline. Wie die eingepackt ist und was man damit noch alles machen kann, das sehen wir dann später noch. Prinzipiell, ich habe sie dabei zur Wundversorgung, Hautabschürfungen, Brandwunden etc. Aber eben auch als Zünder und natürlich gerade im Winter als Lippenbalsam. So. Dann haben wir hier Sturmstreichhölzer für Feuer. Das muss nicht immer der Feuerstahl sein, die nehmen weniger Platz weg. Ganz wichtig ist, nicht zusammen mit der Reibefläche in die Tüte packen. Die sind jetzt eingeschweißt, die sind wasserdicht. Packe ich die Reibefläche noch mit rein und es bewegt sich und es entzündet sich, ist das, als hätte ich einen Sprengsatz in der Tasche. Dann habe ich hier eine hochglanzpolierte Erkennungsmarke als kleinen Signalspiegel. Die besagte getrennte Reibefläche. Ein kleines Messer, das ist aus dem Bushcraft Fire Kit von uns. Und unten ganz eine kleine Federstahlklinge. Ein Skalpell. Nochmal Alkopads. Und last but not least, auch zum Thema Reparieren, Draht. Ich habe jetzt rudimentäre Wundversorgung in dem Set. Ich habe Feuer, ich habe Licht, ich habe Orientierung. Ich kann meine Ausrüstung reparieren. Ich kann mehr Wasser eben auffangen, ich kann es damit transportieren, ich kann es mit dem Kondom, zumindest bei Sonnenschein, auch über UV, sprich Sonnenstrahlung, eben sterilisieren. Und damit hätte ich schon einige Optionen zur Hand, die wirklich nicht auftragen. Was ich immer gern gemacht habe, ich habe das Ding mit zwei Elastikbindern auf ein kleines Neckknife getaped und dann in die Unterschenkeltasche von der Feldhose. Fällt nicht auf, man merkt es auch nicht,
Es fällt tatsächlich dermaßen nicht auf, dass es sogar schon mitgewaschen wurde. Und es ist vielleicht immer mit dabei. So, jetzt kommen wir zum zweiten, zum größeren Set. Der wiegt auch deutlich mehr. Die Dose ist die altbekannte BCB-Dose. Es ist kein Originalinhalt mehr drin, aber ich hänge halt ein bisschen aus Nostalgie an der Dose. So. Bestückung ist hier ein bisschen anders. Das erste, was ich hier habe, ist ein Brewkit. Das ist Kamillentee und Zucker. Das ist ein schöner Moralbooster, wenn man unfreiwillig in der Isar gelandet ist, obwohl man es gar nicht wollte und ziemlich durchfroren ist. Dann habe ich ein bisschen Traubenzucker, so für die letzten 200 Meter. Ein Knopfkompass, ups, ein verlorener Knopfkompass. Aber größer als der andere. Mal den anderen hoch. Jetzt vergleicht. Das sind die beiden. Ich habe mehr Platz, dann nutze ich das auch aus. Mehrzweckschnur, gesponnen, quasi dünnes Paracord. Jetzt sehen wir, Nutzung ist klar. Nochmal das LED-Licht. Ich habe euch ja vorgewarnt, ihr werdet die heute noch öfter sehen. Hechtschnur aus Mangelbedarf zum Nähen, zum Reparieren von Ausrüstung ist von Hand so gut wie nicht zu zerreißen, hält also wirklich extrem viel aus und nimmt fast keinen Platz weg. Einfach auf ein Stück Karton gewickelt. Wieder eine Signalpfeife, man will ja gesehen werden. Der obligatorische Tampon. Dann habe ich hier, wenn ich mehr Platz habe, Ibuprofen gegen Fieber, gegen Kopfschmerzen. Da fehlt jetzt eine, das ist keine Nachlässigkeit von mir, die habe ich tatsächlich, bevor ich jetzt hier mit dem Dreh gestartet habe, genommen, weil es mich nämlich beim Aufstieg hier hoch zweimal ziemlich böse hingehauen hat und mir ziemlich der Schädel gebrummt hat. Dann habe ich hier aus einem militärischen Überlebensset kleine Chlortabletten zur Wasserentkeimung und Sterilisierung. Gibt es aber auch noch andere Methoden dafür, die zeige ich euch später. Dann habe ich vierkant Wutznägel für diverse Reparaturen, die sind weich genug, dass man damit auch nieten kann. Zum Beispiel ein Rucksackgestell. Einige von uns verwenden ja immer noch die Alice-Packs, wie der Draht. Dann habe ich hier Angelschnur, eben auch für feine Reparaturarbeit. Wieder eine Katze, diesmal größer. Feuerstahl, den werden wir heute auch noch ein paar Mal sehen. Aluminiumfolie. Man kann damit einen Windschutz machen, man kann damit notfalls ein Gefäß machen. Man kann damit aber auch in Verbindung mit der Vaseline einen provisorischen Brandwundenverband machen. Ich weiß, Ärzte werden jetzt lauthals aufschreien, aber wenn man draußen ist und nichts anderes mit, ist es besser als nichts. Glaubt mir, ich hatte den Fall schon mal. Hier Nähzeug. Stahlnadeln und Kunstzähne. Damit fliege ich auch einen Berghaus-Atlas notfalls, ohne dass er reißt. So, dann haben wir hier was, das werden wir später noch aufgefaltet sehen. Das ist ein 1 Zoll breites gelbes Plastikband. Ganz einfach dafür, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir meinen Weg suche, markiere ich damit an Kreuzungspunkten den Weg, wo ich hergekommen bin. Ganz einfach aus dem Grund. Gerade wenn ich Stress habe, wenn ich in der, ich sag jetzt mal, wirklich klassischen Survival-Situation bin, dann möchte ich nicht auch noch an einer Kreuzung stehen und überlegen müssen, bin ich von rechts gekommen, von links, kam ich von da hinten und mich dann auch noch verlaufen. Das wiegt kein Gramm, habe ich von einem netten Forstarbeiter bekommen und ja, hat mir schon ein paar Mal geholfen. So, das ist jetzt wieder Kategorie selber basteln, das ist ganz einfach ein Strohhalm. In dem Strohhalm ist Vaseline mit Watte. Das ist ein Zunder, den werden wir heute auch noch im Einsatz sehen. Das ist jetzt so wasserdicht verpackt, kostet, wenn es hochkommt, 2 Cent, so ein Streifen und reicht locker aus, um damit Feuer zu machen. Ja, und last but not least, ein paar Pflaster und Wundauflagen. Das ist jetzt der mittlere Set. Ich sag jetzt mal für größere Touren oder wenn wir auch zu zweit unterwegs sind. Und mit dem bin ich bisher ziemlich gut gefahren.
das, was jetzt drin ist, ist so die Quintessenz dessen, was ich in den letzten 3-4 Jahren gebraucht habe. Wer den Kanal schon länger verfolgt, kennt ja noch den großen Survival Kit. Das ist jetzt quasi die Enzyklopädie dieses Survival Kits. Alles zusammengestaucht aufs Nötigste. Ja, das waren jetzt meine zwei Kits, wie ich sie nutze. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ihr bei der Auswahl der Ausrüstung für Optionen habt. Zweite Runde, Komponenten. Wir fangen an mit Wasser. Wasser brauche ich eigentlich drei Dinge. Ich brauche eine Quelle, sprich ich muss erstmal Wasser finden. Hier kann es Schneeschmelzen sein, es kann ein Bach sein etc. Dann muss ich es trinkbar machen. Und dann muss ich das trinkbare Wasser auch noch irgendwie transportieren können. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die möchte ich euch jetzt zeigen. Prinzipiell das Beste zum Wasserreinigen ist natürlich ein Wasserfilter, ganz klar. Aber es geht jetzt auch ein bisschen ums Improvisieren. Erste Transportmöglichkeit, kleine PPA-Flasche von Balladeo. Hat 500 ml, ist lebensmittelecht, kann jeden normalen PET-Aufsatz, Trinkschlauchaufsatz etc. nehmen. Klein zusammenrollbar, wenn sie leer ist. Und zusammen mit einer blinkenden LED-Lampe, die ich hier unten drunter packe, habe ich auch noch ein rotes 360 Grad Notsignallicht, wenn ich es brauche. Also kann ich nur empfehlen. Ich verwende die im Alltag, ich verwende die auf Touren und mein Großer nimmt sie auch mit in den Kindergarten. Sind echt klasse. So. Ich kann mir schon denken, dass die Ersten sich jetzt schon denken, ja, kommt mal was, was nicht von Pladi ist. Tut es. Pladibus. Die 2 Liter Flasche. Hier sieht man, wie groß das Teil ist. Wiegt nichts. Kann auch ganz normale PET-Verschlüsse aufnehmen. Wenn man einen entsprechenden Wasserfilter von Cascade Designs hat, dann passt der auch genau auf den Verschluss. Die Dinger sind einfach egal. Und mit 2 Liter Wasser kommt man schon ganz schön weit. Das hier ist der mit dem Cascade Designs ausgelieferte Wasserentkeimer. Das flüssige ist Chlor, man könnte theoretisch auch Chlorbleiche nehmen. Das ist etwas, was Cody Landin oft empfiehlt. Das reicht für mehrere Gallonen an Wasser. Braucht man nur, das ist ziemlich schwer. Es gibt eine leichtere Möglichkeit, die ihr auch selber machen könnt. Das möchte ich euch jetzt auch zeigen. Das hier, das ist mein Wasserkit. Der ist ein Zubehör zu meinen Survival Kits. Wird in der Bekleidung getragen. Kalte Finger nur für euch. Und zwar besteht er aus 3 Komponenten. Eine Komponente mag ich gerade nicht. Da ist er. So, und zwar sind das 2-mal. Sogenannte Hot Beverage Bags. Das sind eigentlich quasi Hardcore Ziploc Bags. Die legen jeder MRE bei, zumindest den neueren, die Heißgetränke dabei haben, und sind extrem dicht, können für den Wassertransport verwendet werden, solange sie keine Löcher haben, man muss schon vorsichtig damit umgehen. Man bekommt ungefähr 300, 400, mit viel Quetschen auch 500 ml Wasser rein. Das mit den 2 Beuteln habe ich 1 Liter Wasser. Beziehungsweise habe ich noch nicht, aber ich kann ihn transportieren. Jetzt möchte ich Wasser grob filtern, kann ich mit Gras, mit Kies etc. Damit kriege ich natürlich keine Viren oder Bakterien raus. Ich bekomme prinzipiell einfach nur Schwebstoffe raus. Was ich dann machen kann, ist mir sowas hier basteln. Das setzt voraus, dass ich mir flüssige Entkeime gekauft habe. Ich kann dazu Mikropur empfehlen. Chlorhaltige Version wohlgemerkt. Und die Tüte selbst, das sind diese billigen 5 Cent Wassereis, die es im Sommer überall im 10er, 20er Pack gibt. Grob ausspülen, 5 Tropfen abmessen und mit dem Vakuumierer einschweißen. Ist wirklich etwas, was ihr heute noch öfters hören werdet. Ein Vakuumierer ist, wenn ihr euch eure Überlebensausrüstung zusammenstellt, wirklich Gold wert. Ich reiß das Ding an, ich meine, es ist ein Abfallprodukt per se, diese Tütchen. Weil das Eis ist gegessen, man wirft es hier weg. Ich reiße das Ding ein, drücke es in mein Hot Beverage Bag,
fülle das gefilterte Wasser ein, lasse das Ganze 20-30 Minuten stehen und habe sauberes, entkeimtes Wasser. So, das war's mit dem Wasser. Jetzt geht's, machen wir mal weiter mit den Tools. Das Ganze ist halbwegs übersichtlich. Das ist was immer dabei sein sollte, eine Rettungsdecke. Für diejenigen, die militärisch unterwegs sind, haben wir die auch in Oliv Silber im Shop. Ihr könnt euch eine Unterstunde mitbauen, ihr könnt einen Poncho draus machen, Regenumhang, notfalls eine Zeltplane. Wenn ihr euch wirklich abhockt drunter und das Teelicht aus dem Sauerwölkchen drunter packt, habt ihr einen beheizten Innenraum. Damit übersteht ihr ziemlich lang auch bei diesem Wetter hier. So, wir sind ja hier bei Werkzeug. Die sind ganz beliebt und ich trage das ja auch sehr gern. Ich habe es jetzt nur abgenommen, damit ich es euch eben zeigen kann. Ich trage es aber vor allem deswegen gern, weil es von einem wirklich guten Freund gemacht ist, der auch wirklich super Paracord-Armbänder macht. Und in dem Sinne auch nochmal danke, Max. Da hat man ein paar Meter Schnur. Das macht Sinn. Ich habe meine auch schon benutzt. Unter anderem ganz profan defekte Kinderwagen. Aber es ist halt, naja, ein, zwei Meter Schnur. Immer ungefähr auf dem gleichen Platz. Das ist Maurerschnur. Hier auch wieder die zwei Stahlnadeln zum Reparieren drin. Ich kann es auffasern zum Nähen. Ich könnte mir theoretisch Angelschnur draus fasern, wenn ich Angeln als Option sehen würde. Und ich kann natürlich auch damit zum Beispiel die Rettungsdecke als Tarp abspannen. Andere Möglichkeit, das ist auch Paracord, aber eine ganze Menge. Ich meine, wir haben sie ja in allen Farben und Formen und Ähnlichem im Shop. Und das hier ist halt jetzt wirklich mal ein Bündel, mit dem man arbeiten kann. Die Seelen sind immer noch drin. Da hat man Optionen. Ja, hier haben wir nochmal die Alufolie. Letzten hatte ich vorhin ja schon mal erklärt. Das ist zum Beispiel auch eine Komponente, die als Ausrüstungsteil alleine nicht so viel Sinn macht. Das ist Minentrassierband nach TL, technische Lieferbedingungen der Bundeswehr. Bekommen wir demnächst in den Shop. Was ich damit mache, ist, ich markiere mir Ausrüstung. Ich markiere mir meinen Rucksack, ich markiere die Feldmütze, ganz einfach deswegen. Ich finde es in der Dämmerung einfach leichter wieder. Und hat sich bei der Bundeswehr bewährt und bewährt sich auch im zivilen Outdoor-Bereich. Das Nähzeug von vorhin, auch nochmal Schnur. Nähzeugschnur. Das sind jetzt keine Komponenten, die ihr nicht schon gesehen habt. Das sind die verschiedenen Heldenhaft-Schnüre. Drähte. Und wo das Feindienstdach. So. Jetzt kommen wir zum nächsten. Feuer. Habt ihr auch wieder mehrere Möglichkeiten. Ganz klassisch ist natürlich der Freund hier. BX-Feuerstahl. Den habe ich normalerweise immer an der Bekleidung, man sieht es am Ring. Ich habe es jetzt nur zum Zeigen eben schon vorab gemacht. Damit könnt ihr auch nassestes Holz zünden. Wiegt halt ein bisschen was. Aber ist, ich sage jetzt mal, der Klassiker. Der ist auch bei uns im Shop. Das ist natürlich der Monsterfeuerstahl. Funktionieren tut er wieder andere auch. Ihr habt einen Schaber, ihr habt einen Feuerstahl. Sieht man. Und was er halt noch hat, ihr habt hinten einen Bereich für den Zunder. Da habe ich in meinem Fall jetzt Grillanzünder drin. Biologischen nebenbei. Und damit geht man auch ein Feuer an. Wieder mehr. Auch gesagt, es muss nicht unbedingt viel Geld kosten. Eine, ich glaube, Süßstoffbox, eben auch wiederverwertet, Streichhölzer, Reibeflächen. Eine von denen irgendwo im Rucksack versenken und vergessen, bis man sie braucht. Wenn der Feuerstahl mal abbricht, würde man sich darüber freuen. Ja, hier war es ja live dabei, beim Storm Rising Video passiert. Dann, mir hier. Stromstreichhölzer in der klassischen Dose sind super. Ich
hoffe, dass der Akku später auch noch reicht. Ich möchte euch ein paar Feuerarten wirklich live zeigen. Ich hoffe, die funktionieren dann. Ja, also funktionieren werden sie schon. Aber ich hoffe, mein Akku funktioniert bis dahin noch. Und jetzt das absolute Super-Tool überhaupt. Es ist Hightech, ihr hättet nicht gedacht. Ein Einwegfeuerzeug. Ich meine, Feuerstahl etc. ist super, aber wenn ihr nur eine Hand habt und es nicht allzu windig ist, tut nicht weh. Auch wieder eins nehmen, einen Rucksack öffnen, vergessen, dass man es braucht. So, dann ganz profan, gerade wenn ihr aus dem militärischen Bereich seid, die Streichhölzer aus der Ration. Kleines Plastiktütchen nehmen, Ziplock oder einschweißen, sie sind wasserdicht. Ich sollte mir ein Makro dafür machen, einschweißen, Rucksack, vergessen, erinnern, wenn es braucht. Oder auch in der Feldbluse. So, die hat man jetzt heute schon mal eingeschweißt, auch in die kleinen Tütchen von dem Billigwassereis, wie der Sturmstreichhölzer. Kommen wir zum Zunder. Ja, kommen wir nicht. Haben wir auch nochmal kommerzielle Streichholzdose. Auch hier ganz wichtig, Reibefläche getrennt. Und bloß nicht oben in den Deckel, weil geschüttelte Dinge, die entzünden sich, die gehen hoch, wirklich wie ein kleiner Sprengsatz. Das wollt ihr nicht bei euch in der Feldbluse haben und auch nicht in eurem Rucksack. Den hier hatten wir schon mal, das ist ein gekürzter BX-Feuerstahl. Das kleine Zünderröhrchen, wie gesagt. Ich hab verfolgt, dass da aufgehört. Was ich jetzt sage, Chemie. Ich mache jetzt nicht mit Chemie rummachen. Das ist Kinspan. Macht auch Sinn, wenn man weiß, wie man ihn erntet. Das ist Wurzelholz von toten Kiefern. Das ist sehr hart getränkt. Müsste sich, wenn man es fein auffasert mit dem Messer, mit dem Feuerstahl entzünden. Das hier. Bei der Vorbereitung ist ein Apfelprodukt. Das ist ein ganz normaler Wattebausch mit Vaseline. Wie der brennt, zeige ich euch später. So, jetzt kommen wir noch zu Licht, Signal und Ähnlichem. Da haben wir hier für tagsüber den Klassiker Tagessignalspiegel mit Peilvorrichtung. Ist ziemlich schwer. Ich kenne Leute, die benutzen ganz einfach eine alte CD dafür, einen alten DVD-Ruling. Und ja, die Peilvorrichtung kann man sich aus einem Stück Plastik oder Rotverzucker aus dem Stiel von einem Eis am Stiel selber machen. Licht, wie gesagt, wir haben mehrere Optionen. Das ist jetzt eine Weiterstirnlampe, auch bei uns aus dem Shop, die wasserdichte und stoßfeste. Deswegen beim Thema Survival habe ich auch dabei bei Tagestouren. Es kam öfters vor, auch hier in der Gegend im Winter, dass wir uns von der Zeit verschätzt haben oder dass wir uns verlaufen haben oder dass wir uns einfach mal ein schönes Eck angeschaut haben und die Zeit vergessen haben, dann war es dunkel. Es war nur als ein Tagesausflug bei helllichten Tag geplant und plötzlich war es finster. Also Standlampe ist wirklich immer ihr Geld wert und auch das Gewicht. So. Die muss ich glaube ich nicht mehr viel dazu sagen, ich habe euch vorgewandt. Habe ich jetzt sogar im Doppelpack. Zum Beispiel auch eine Option, auch wieder Thema neben Rucksack werfen vergessen. Ist eine kleine über USB ladbare Taschenlampe. Die kann nur zwei Sachen, sie kann aus sein und sie kann an sein. Keine super Effekte. Das Einzige, was er noch kann, ist leuchtet. Und sie blinkt. Wobei das Blinken zu schwach ist, um so die Signale einzusetzen. Aber um seinen Weg zu finden und nicht irgendwo den Hang runter zu stürzen, wie zum Beispiel hier 3 Meter hinter der Kamera, da geht es nämlich gut 6 Meter runter. Dafür ist das Ding trotzdem brauchbar. So. Dann hatten wir auch schon Orientierung. Das ist super, wenn man GPS dabei hat. Ich habe auch eins dabei, aber. Mal schauen, habe ich es dabei? Ja. So, das Teil verlasse ich mich draußen im Regelfall. Ich habe komplett die
Karten der europäischen Länder drauf, in denen ich unterwegs bin. Der Punkt ist aber der, das Ding läuft mit Batterie. Gerade bei Kälte kann das versagen, es kann runterfallen oder ganz profan, man kann es vergessen. Wenn man sich nur darauf verlässt, ist man verlassen. Hier ein Backup mitzunehmen, ein zweites GPS, wäre absolut oversized. Deswegen, ich habe ein GPS dabei, mit dem arbeite ich auch, mit dem kann ich umgehen. Aber ich habe Kompasse dabei. Im Regelfall habe ich einen Rektor- oder Silberkompass in der Feldbuche. Ich habe dann den kleinen hier im größeren Survival-Kit. Und das ist zum Beispiel auch eine Option, wenn ihr einen kompletten Kompass mitnehmen wollt. Das ist ein kleiner 5 € Tourenkompass, die Platte entfernt. Ja, ist schön abzulesen, pendelt sehr schön aus und wiegt so gut wie nichts. Ich kenne Leute, die haben sich das Ding noch leichter gemacht, indem sie es angebohrt haben und die Flüssigkeit rausgelassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ist eure Entscheidung, ob ihr es machen wollt oder nicht. Gehen tut's. Aber wichtig, wenn ihr die Flüssigkeit rauslassen wollt, müsst ihr 2 Löcher reinmachen. Eins vorne, eins hinten. Denn auf der einen Seite muss die Flüssigkeit rein, auf der anderen muss die Luft wieder Flüssigkeit raus, auf der anderen Seite die Luft rein. So. Jetzt kommt noch die Abteilung Kurioses. Das hat der eine oder andere von euch schon mal gesehen. Das ist ein elektrischer Leuchtstab. Ich finde die Teile relativ praktisch. Ich würde mich aber nicht allein nicht darauf verlassen, weil sie sind von der Machart relativ windig, relativ fragil. Ich gehe mal von aus, sie sind als Kinderspielzeug konzipiert. Sie sind auch vom Gewicht her cool zum dabei haben. Man kann sie wirklich effektiv auch einsetzen. Aber ich würde nicht mein Leben darauf vertrauen. Allerdings habe ich ihn auch immer dabei. Aber eben auch eine Alternative dazu. Und die kommt hier. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ihr werdet das gelbe Band nochmal wiedersehen. Kennt es? Hier. Das ist ein Sylum-Leuchtstab. Ich empfehle euch für dieses Patent, sage ich jetzt mal, die hellste Version, die ihr kriegen könnt, am besten die 30 Minuten zu kriegen. Und zwar ist das ein Nachtsignal. Wir haben ja schon gesagt, man will gefunden werden. Man kann nicht überall das große Signalfeuer machen, damit einen Rettungsteams zum Beispiel in den Bergen finden. Und wenn sie dann in der Nähe sind, ist es ein Unfall, kann man sich den Leuchtstab nehmen und damit winken. Dann hat man halt auf dieser Fläche Licht. In dem Fall ist es so. Ich mache den auf. Dieses Patent hier. Hintergrund des Ganzen ist, ich kann das Teil jetzt natürlich nicht so lang wie es ist, weil ich habe hier Bäume, nehmen, über den Kopf. Das hat nachts zufolge beim 2,5 Meter Paracord, dass ich einen Lichtring von ungefähr 5 Metern Durchmesser habe. Kann sich jeder ausrichten, ob ich dieses Licht habe oder 5 Meter Licht. Es ist besser zu sehen, man wird leichter gefunden. Bei Tag hat das Ganze noch den Vorteil, dass das gelbe Band wie ein Drachenschwanz hinterher flattert. Das heißt, man kann damit auch bei Tag auf sich aufmerksam machen. Diese Teile gibt es militärisch mit schöner olivgrüner Metallhülle, Einhandöffnung etc. für, ich glaube, 15 Euro. Wenn ihr es selber macht, kostet es euch ungefähr 4 Euro und es ist wiederverwendbar. Es ist nicht nichts fix verbunden. Es ist tatsächlich auch hier. Das Paracord ist fix dran, aber ein Handgriff und es ist ab. Wie gesagt, könnt ihr selber machen. Ich würde auf keinen Fall irgendwelche Baumarktleuchtstäbe dafür verwenden, wenn ihr es wirklich für eure Überlebensausrüstung macht. Geht's her, besorgt euch wirklich Sylum-Leuchtstäbe. Nehmt Sylums, die definitiv noch nicht abgelaufen sind. Das heißt, kauft sie wenn möglich auch in der Packung. Sucht euch Leute in einem Forum, teilt euch rein, kauft euch einen 10er-Pack, wo der Datumsstempel auch mit drauf ist und besteht auch darauf, dass ihr wirklich frische bekommt. Denn sie verfallen zwar nicht, aber die Leuchtkraft lässt mit der Zeit einfach nach. Das ist ein Fakt. Also es werden auch immer wieder günstige, weil abgelaufene Leuchtstäbe verkauft. Das hat seinen Grund, dass sie abgelaufen sind, dass sie günstig sind. Die Armee sondert sie aus. So. Und, wie gesagt, jetzt kommt noch was Kurioses. Der Feuerstahl mit Licht.
das aus meinem Taschenmesser, Überlebensmesser, das ich ja ausprobiert und ja, für nicht überlebenswichtig empfand. Ich fand es eigentlich ganz lustig, aber trotzdem euch mal zu zeigen. Dann eine kleine LED und eben einen Feuerstahl. Wenn man sowas zum Beispiel über Trödelmärkte günstig rankommt, macht es durchaus Sinn, sich den in die Ausrüstung zu packen. So, last but not least. Gut, wir wurden jetzt vorhin ziemlich rüde unterbrochen. Der Arbeitsspeicher war voll. Das hier ist aus dem Bereich Make Your Own Gear. Ist eine Kerze. Dose ist eine leere Musso-Schokolade-Dose aus der französischen Einsatzration. Und Inhalt sind geschmolzene, im Wasserbad geschmolzene Teelichte. Ein dicker Docht, richtig, ich würde mal sagen 4 mm. Müsste ausprobieren, wie lange er macht, damit er nicht rußt. Wenn er rußt, dann verbrennt er auch zu viel Wachs. Ihr habt damit ein Licht, ihr habt damit Wärme. Und wo wir es zum Beispiel nutzen, ist, wenn wir an die Isar fahren, da dürfen wir zwar übernachten, aber wir dürfen kein Feuer machen. Bei einem Knicklicht abends zusammensetzen ist nicht wirklich ambientig, ist nicht wirklich schön. Deswegen haben wir eine von denen dabei, haben unseren Feuerschein. Wir haben uns damals mit der Bergwacht unterhalten. Die Bergwacht hat kein Problem damit. Für die ist das okay. Und so hat jeder, was er möchte, und die Isar bleibt sauber. Und im Survival-Fall ist es halt einfach so, das Ding bringt 2 Nächte. Ihr müsst gerade für ein ganz normales Lagerfeuer arbeiten oder Lager arbeiten, wenn ihr im Dunkeln Feuer vorbereitet, müsst ihr nicht die Batterien eurer LED-Lampe aufbrauchen. Und noch dazu, in Verbindung mit Poncho oder ähnlichem habt ihr auch, ich sage jetzt mal, eine kleine Zeltheizung. Kostet, ja, wenn es hochkommt, kostet es euch 1 Euro, wenn ihr es selber baut. Ich würde es mal ausprobieren und wenn ihr es nur beim nächsten Grillen abends dann auf den Tisch stellt, aber probiert es mal aus. Macht wirklich Sinn und ist wirklich schnell gemacht. So, ich werde jetzt erstmal kurz umziehen müssen, denn ich muss Speicherkarten wechseln. Der Akku hat bis jetzt top durchgehalten, aber wir haben jetzt schon 8 GB Filmmaterial zusammen und jetzt muss die nächste Speicherkarte her. Eins habe ich ja vergessen. Ich hatte ja vorher schon angedroht. Noch kurz Beispiele zum Thema Vakuumiergerät. Jeder kennt diese Staubsauger-Vakuumierpackungen, die man oben auf dem Schrank packt. Bettwäsche vom Winter über den Sommer einlagern und ähnliches. Für ein Survival-Kit braucht man logischerweise keine Bettwäsche. Aber andere Ausrüstung nimmt trotzdem Platz weg und deswegen lässt man sie daheim. Dieses formschöne, wirklich flache Paket ist ein Biwaksack. Ja, das ist ein kompletter Biwaksack. Das ist der Mountain Equipment Biwaksack, den haben wir im Shop. Gibt es in einer schönen kleinen roten Hülle, die ich ebenfalls dabei habe. Nur. Na, komm raus. Hatte ich euch vorhin, glaube ich, aber auch schon gezeigt. Da ist ja der First Aid Kit drin. So ist er nochmal flacher. Das passt ohne Probleme. Die Rüstung dafür eine Felduniform. Die Beintasche. Der Biwaksack ist innen wie eine Rettungsdecke, ist außen orange, ist an den Rändern verstärkt. Man schlüpft rein, schließt ihn bis zum Hals und er schützt eben vor Unterkühlung und Auskühlung und der Frierung. Und das ist ein Ausrüstungsteil, das habe ich nicht immer dabei. Das habe ich aber immer dann dabei, wenn die Temperaturen höchstwahrscheinlich unter 10 Grad gehen. Das mag jetzt übertrieben erscheinen, aber hier, ich bin jetzt hier im Reichswald, das heißt, diese Richtung, da, hier, mehr als 5 Kilometer habe ich nicht und ich bin wieder in der Zivilisation, Maximum. Trotzdem ist hier vor 1,5 Jahren eine Joggerin verstorben, im März, an Unterkühlung. Die hatte sich beim Lauf abends nach Feierabend einen Fuß verknackst, es wurde dunkel, sie hatte kein Licht dabei und sie hat nicht mehr rausgefunden. Hatte nachts 10, 9 Grad, aber sie ist in dieser Nacht an Unterkühlung gestorben. Am nächsten Tag, ihr Hund kam nach Hause,
Die Nachbarn und Verwandten haben es bei der Polizei gemeldet, sie haben eine Suchaktion gestartet, sie haben sie dann auch gefunden, aber konnten halt leider nur noch den Tod feststellen. Und natürlich, wer auf Nordic Walking geht, nimmt normalerweise keine Survival-Ausrüstung mit. Prinzipiell, ich weiß, ich gehe raus, ich weiß, dass es mit dem, wenn auch minimalen Risiken verbunden ist. Deswegen Temperaturen unter 10 Grad, ich habe den Biwaksack dabei. Es tut wahrscheinlich auch die Rettungsdecke. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld für den Biwaksack ist es mir wert. Wenn ich ihn nämlich wirklich mal brauche, dann habe ich wirklich was in der Hand, mit der ich arbeiten kann. Mountain Equipment sollte einigen bekannt sein. Die haben auch Biwaksäcke für die Bundeswehr gemacht. Zusammen mit den Österreichern von Carinthia, die ja auch die Bundeswehr beliefern. Und die Jungs liefern gute Qualität ab. Es ist auch wirklich bezahlbar, ganz ehrlich. Wenn ich bedenke, was man in dem Hobby teilweise für andere Ausrüstungen, inklusive Messer, Taschenlampen etc. für Geld ausgibt und dann mal 10, 20 Euro für einen Biwaksack hinlegen, mein Gott, glaubt's mir, wenn er irgendwo in den Alpen an der feststeckt, euch friert, dann sind euch die 20 Euro egal, auch wenn er hinterher eventuell kaputt ist. Gut, das wollte ich jetzt noch nachschieben. Das wurde ja schon angedroht. Wir kommen nochmal kurz zum Thema Messer. Und, ne? Das ich dann, was wir hier haben, ist mein aktuelles Neckknife. Das ist das Standard BX Messer. Nein, ich bin nicht dem Bear Grylls Wahn verfallen, weil es jetzt orange-schwarz ist. Es geht einfach nur darum, wenn ich es verliere, möchte ich es wiederfinden. Es kann eben vorkommen, dass ich sage, ich hänge das Ding jetzt mal an einen Baum, das stört mich gerade bei der Arbeit. Und da möchte ich wirklich genau sehen, wo es ist. Das Messer selbst habe ich nicht großartig modifiziert, also ein Stück Paracord, da kann man jetzt glaube ich nicht gut in Gewissens von Modifikationen reden. Das Messer ist als Arbeitsmesser konzipiert, ihr kennt es aus dem Kanal, eventuell das Video, wie wir es misshandelt haben, also es hält einiges aus. Und es ist wirklich randscharf abgezogen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr ein Messer dabei habt, das bringt euch nichts, wenn es stumpf ist. Ich kenne auch aus meiner Kinderzeit so Sätze wie, du brauchst kein scharfes Messer, da tust du dir weh. Absoluter Blödsinn. Wenn man da am Messer arbeitet und es ist stumpf, braucht man mehr Kraft. Wenn man dann abrutscht, dann ist es richtig fies, dann rutscht es richtig tief rein. Und die Verletzung an sich ist noch umso gemeiner, je stumpfer das Messer ist, weil dann schneidet es nicht, dann reißt es. Das Messer mit Paracord modifiziert. Was wichtig ist, Paracord ist ja sehr reißfest. Das heißt, ich habe es hinten nur so zusammengehalten, nicht geknotet. Grund dafür ist der, bleibe ich irgendwo hängen mit dem Messer, dann lässt es nach. Dann hänge ich nicht an meinem eigenen Messer. Es ist ja nicht Sinn der Survival-Ausrüstung, dass es einem beim Ableben hilft. Wir sind hier vorne modifizieren und zwar. Tatsächlich aus, um sich halbwegs zu orientieren, bei Nichtbedarf, kommt er wieder rein. Das Messer logischerweise raus aus der Scheide, weil Metall, magnetisch, Kompass, Magnet, funktioniert nicht. Man kann das Ganze noch weiter modifizieren, man kann sich eine kleine LED, wir erinnern uns, kleine LED hier reinpacken. Man kann zum Beispiel mit einem Fahrradschlauch einen kleinen Feuerstahl anbringen, hat man Licht, Orientierung, man hat eine Möglichkeit zum Signal geben, man hat ein Werkzeug, man hat Feuer, man hat Wärme. Einzige, was man damit dann halt nicht hat, ist Wasserbeschaffung. Aber selbst zum Bau des Wasserfilters kann man es verwenden. Das Messer ist, denke ich mal, auch günstig genug, damit man es sich eben auch als Backup leisten kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht als Backup dabei, es ist das einzige Messer, was ich jetzt dabei habe in der letzten Zeit. Wer die Fotos von mir kennt, ich habe eine große Sammlung, ich habe Acid Knives, ich habe Red Knives, ich habe Tops, ich hatte auch mal Strider und ich habe unzählige Moras, muss ich auch dazu sagen, stehe ich auch dazu. Ich mag diese billigen Schwedenmesser, aber das ist jetzt zurzeit echt mein verfülltes jedes Messer draußen. Wird demnächst natürlich noch begleitet vom neuen BX Messer, aber für das wird es dann auch garantiert extra Video geben und werden wir euch auch detailliert vorstellen. Ja, mit der Ausrüstung zum Zeigen bin ich fertig. Ich muss jetzt dann noch ein Häuschen weiter. Ich werde davon getrennt jetzt noch
was Neues vorstellen. Ich habe es ja gesagt, wir haben was Neues dabei. Da kommen wir gerade noch nicht. Jetzt kommt es dann später auch. Werde ich dann die Tage dann auch online stellen. Das wird ein bisschen länger zum Bearbeiten brauchen. Und ich hoffe, soweit hat euch erstmal die Vorstellung von der Ausrüstung an sich gefallen. Und wir sehen uns dann wieder. Ich schätze mal ungefähr in einer Stunde für euch in einer Überblendung, wenn ich dann die Ausrüstung ihrer Bestimmung zuführe und euch mal zeige, wie das Ganze funktioniert. Wie versprochen, wir haben jetzt ein wenig die Lokalität gewechselt und jetzt geht es weiter mit den verschiedenen Zunderarten, mit den verschiedenen Sachen, wo ich euch schon gesagt habe, die probieren wir jetzt aus. Werde ich jetzt noch mal kurz die Kamera neu justieren und dann wird euch die Stimme aus dem Off durch die weiteren Experimente begleiten. Danach ist dann noch ein kleiner Block dran, da geht es dann noch um Verpflegung, Nutrition. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Feuer. Bis gleich. So, den Anfang macht ganz unspektakulär die Katze. Sehr unspektakulär, weil wir nicht. Doch, will. Ihr seht, ist auch relativ instabil. Was an der Katze noch ein kleiner Clou ist, ich habe ja als Docht Watte genommen. Hätte ich den Docht jetzt aufgefasert und nicht komplett eingetaucht, sprich oben Watte gelassen, könnte ich die Katze sogar mit einem Feuerstahl anzünden. Ich werde jetzt mal so als kleinen. Warte mal hier. So. Als kleine Hintergrundbeleuchtung da lassen. So. Jeder, der einen Feuerstahl hat, ins Feuer machen mit der Watte. Einfunken, die Watte brennt. Und zeige ich auch mal kurz. Das ist jetzt der allseits beliebte super taktische Spezialzünder, sprich ein Tampon. Nimmt man sich, fasert ihn ein bisschen auf. So. Gehen wir mal ein Stück weg. So. Ganz schöner Bausch. So. Nehmen wir das Messer und den Feuerstahl. Zack. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, und das war's. Warte weg. Gut. Und, um schon mal Pütz zu zitieren, ich hab da mal was vorbereitet. Jetzt haben wir ungefähr die gleiche Menge Watte nochmal. Aber mit Vaseline gedrängt. Oder nicht so ganz aus der Verpackung. So. Sieht's, ungefähr gleiche Menge. Zieh auch den Feuerstahl an. So. Gleiches Spielchen wieder. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, brennt und brennt und brennt. Man sieht, es brennt auch heller. Es brennt, es kommt Wind auf, weitaus weniger windanfällig. Was jetzt hier passiert ist, die Watte wirkt wie ein Docht und verbrennt die Vaseline. Vaseline gibt es in jedem Drogeriemarkt, gibt es in
Ja, denke ich mal auch in jedem Supermarkt. Bei Taschentüchern, Hygienebedarf etc. Alles, was ihr braucht, ist ein kleiner Wattebausch. Ihr könnt ganz normale Abschminkpads nehmen. Packt 3-4 von den Pads in einen Ziplockbeutel. Packt einen Esslöffel Vaseline rein, macht das Ganze zu, knetet es durch, fertig ist euer Zunder. Ihr seht, jetzt ja immer noch und es brennt immer noch und scheint noch gar keine Veranlassung haben aufzuhören. Aber wir wollen ja weitermachen. Das Ganze jetzt hier mal kurz abgelöscht. Jetzt kommen wir wieder zum Biozünder. Das ist ja. Moment. Das ist der Kienspan. Hatte ich ja schon erzählt. Das ist harzhaltiges Kiefernholz. Gibt es als Meiersticks zu kaufen. Gibt es aber auch im Baumarkt als Kaminanschürholz. Wichtig ist es wirklich, dass es Kiefernwurzelholz ist. Dann ist es wirklich harz gedrängt. Was ich jetzt weiß, was einige Bushcraft und so weiter machen, was ich auch ziemlich gut finde. Die nehmen sich einen dicken Knüppel, möglichst vierkantig, polieren den, machen den schön glatt, kommt ein Loch durch, streifen Paracord durch und dann wird er als Zunder einfach mitgeführt, so wie man eigentlich normal so einen Magnesiumbrocken dabei hätte. Was er macht, er nimmt sein Messer, fängt an. Schöne, feine Späne schrubbeln. Im Idealfall rutscht man mit dem Messer nicht auf die, auf den Stein ab, so wie es ich gerade gemacht habe. Das ist auch für das gute Picardi-Messer, nämlich nicht so wirklich toll. So. Hier jetzt auch sieht, dieses dunkle, orange gemaserte Holz, das ist ganz typisch für diesen Kienspan. Ihr müsst jetzt erstmal riechen. So, jetzt hat gerade die Katze den Kienspan quittiert. Stellen wir sie mal weg. So, kommt wieder der Feuerstahl zum Einsatz. Das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr einen Feuerstahl benutzt, setzt ihn auf den Zunder und klemmt ihn damit fest. Ja, weil sonst passiert euch das, was mir gerade passiert ist. Der Zunder fliegt überall hin, nur nicht dahin, wo die Funken sind. Ja, das ist schon Zunder, der fordert ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ja, Vorführeffekt, aber das ist auch mit einer der Gründe, warum ich sage, lernt eure Ausrüstung kennen. Es funktioniert draußen selten so, wie es bei euch in der Küche funktioniert hat. Ja, jetzt wollt ihr schon mal. Ja, heute nicht. Ja, das war der Wind zu stark. Ja, jetzt. Wie gesagt, das ist ein Zunder. Der braucht ein bisschen mehr Arbeit. Funktioniert nicht gleich beim ersten Mal. Vor allem nicht, wenn man kalte Hände hat, so wie ich jetzt gerade. Und natürlich, wenn eine Kamera dabei ist, funktioniert es gleich dreimal nicht. Aber ihr seht, es brennt auch. Ihr seht auch wahrscheinlich, ich hoffe ihr seht es, auf die Kamera fängt es gut ein, es rußt auch ein bisschen, das sind die Öle, die im Holz sind, die Harze, die verbrennen. Bei dem Zünder müsst ihr natürlich um einiges mehr vorbereiten als beim anderen. So, hier wieder.
gescheit ablöschen. Dann haben wir jetzt noch einen Zunder. Wie gesagt, den habe ich da schon länger im Survival Kit. Den werde ich jetzt mal aufbrauchen. Und zwar, das ist dieser Stick. Stehe ich eigentlich einfach hier rein. Ja, da zieht es schon beim Aufschneiden den Zunder raus. So. Ziehe ich den hier einfach raus. Na komm. Du auch noch. Und auch wieder gleiches Funktionsprinzip. Ich setze meinen Zünderstab an. Hoppla, Feuer. Der Vorteil ist hier sogar, ich kann das Ganze sogar noch hochheben, irgendwo hinheben. So. Das wird jetzt natürlich wieder eingepackt und mitgenommen. Wir lassen kein Plastik in der Gegend rumfliegen. Das soll ja hinterher nicht aussehen, als wären wir hier wie die Besatzer rein. So, und last but not least haben wir hier die Sturmstreichhölzer. Ich habe jetzt hier die von Relax. Finde ich ziemlich gut. Was wichtig ist, wenn man kalte Finger hat und hier das Anreißen anfängt, dann läuft man gerne Gefahr, Streichholz abzubrechen. Deswegen mit ein paar Fingern, mit zwei Fingern halten. Na, sag mal hier. Zwei Fingern halten und mit dem anderen Finger. Zwei Fingern halten, mit einem Finger unterstützen. Na. Auch das. Ablöschen, ab in die Mülltüte. Ja. Das wären die Tools zum Feuer gewesen. Jo, Mahlzeit, da sind wir wieder. Feuer haben wir jetzt abgeschlossen. Wir haben die Ausrüstung abgeschlossen, beziehungsweise die Zusammenstellung. Ja, was jetzt kommt, das Thema Essen. Wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, man wird nicht in die Verlegenheit kommen, dass man sagt, man muss auf die Jagd gehen, man muss fischen, man muss Käferlarven sammeln. Zumindest nicht in unserer Breiten gerade. Trotzdem, wenn man auf einer Tour ist und plötzlich ist das Essen alle, sei es, weil jemand was vergessen hat, weil was verdorben ist, weil was verbrannt ist, angebrannt ist, dann ist die Laune erstmal im Keller. Es kann auch bei Wetterumschwingungen einfach nötig sein, dass man einfach mehr Kalorien zu sich nimmt, als man geplant hat. Und da bietet sich jetzt die Ration an. Was ein ziemlicher Selbstläufer ist, den werde ich jetzt auch nicht weiter beschreiben. Das sind die typischen Pilotenrationen, das sind gepresste Weizenriegel mit Fett, Proteinen, Zucker und gerösteter Weizen. Schmeckt ein bisschen wie Ballisto ohne Keks und ohne Schokolade. Also man kann es durchaus essen. Sind relativ bekömmlich, sind auch als Babynahrung geeignet. Sind auf dem Markt als Baby 5 und als Energie 5. Letzteres ist logischerweise ein Wortspiel aufs englische Energy. Und sind durchaus schmackhaft. Ich müsste mich nicht ständig dafür ernähren und wenn ich die Wahl zwischen einem Steak und Energie 5 hätte, ihr könnt es euch denken. Anyway, prinzipiell ist es so, wir haben auch ein bisschen mehr immer dabei zum Essen, als wir eigentlich brauchen, eben für solche Fälle. Und wenn es denn so ist, dass jemand einfach, ich sage jetzt mal, sein Fischpaket irgendwo vergessen hat, und da haben wir jetzt zwei Varianten, die möchte ich heute mal zu kurz zeigen. So, das ist ein Snackpack aus der britischen Fernspähration. Vom Inhalt sind zwei Trockenobstschnitten, zwei Müsli-Riegel, Schokolade, Getränkepulver und ein paar Bonbons. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt so ungefähr eine Mahlzeit. Wiegt 100 Gramm, 80 Gramm. Ja, 90 Gramm. Und ist wasserdicht verpackt. Ist 3-4 Jahre lang haltbar.
Ich habe die Dinger noch übrig, weil ich eben mal zu einer großen Kiste von den Fernspirationen gekommen bin. Man kann sich das ganz einfach selbst zusammenstellen. Müsli-Riegel gibt es überall, Reformhaus, Drogeriemarkt, das, selbst im Discounter. Gleiches gilt für Trockenobstriegel. Die werden dann eben als Fruchtschnitten oder ähnliches mit Oblaten vertrieben. Kleine Tafel Schokolade, ich meine, bekommt man überall her. Und kann sich das nach seinem Geschmack zusammenstellen. Auf die gleiche Größe kommen zwei Beutel Reis und zwei Brühwürfel. Und können sich auch eine, ich sage immer, sehr rudimentäre Reissuppe machen. Also da hat man viele Möglichkeiten. Macht wirklich Sinn, sowas mitzunehmen, aber man muss es auch nicht übertreiben. Und es müssen vor allem nicht unbedingt militärische Rationen sein, die ja nicht wirklich lecker schmecken, aber viel Geld kosten. Wenn euch das Thema Verpflegung und Ernährung draußen mehr interessiert, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren. Dann können wir da auch mal ein paar Features machen. Wir haben selbstgemachte Rationen dabei, wir haben auch selbstgemachte Trockenfertignahrung dabei, die wir uns auch wirklich selbst herstellen. Wenn euch das interessiert, dann machen wir da gerne mal einen Beitrag dazu. Bloß jetzt ist die Zeit dafür halt ein bisschen dünn. Dann haben wir aber noch eine zweite Variante. Und da wird es jetzt luxuriös. Jetzt wird es erstmal mysteriös. Ach, schon, ich jetzt vergessen. Ich hatte ja schon erzählt, die Vorzüge eines Vakuumierers. Das haben wir heute tatsächlich mal umgesetzt. Das hier ist eine Fertigmahlzeit. Fertig aufzubauen. Diejenigen von euch, die aus dem militärischen Bereich kommen, hab's heute schon öfters gesagt, kennen das Ding. Das ist ein Emerald, wird benutzt, um die Fertigrationen der amerikanischen Armee zu erwärmen. Die kann man auch einzeln bei eBay erwerben, kosten zwischen 50 Cent und einem Euro das Stück, ist relativ teuer. Aber wenn man es in der Summe nimmt, dazu komme ich gleich, ist es durchaus günstig, denn es gibt im Outdoor-Bereich tatsächlich sogenannte Heater Meals. Das heißt, das ist ein Fertiggericht, das sich selbst erhitzt, kosten zwischen 5 und teilweise 10 Euro. Ein Gericht, wohlgemerkt. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe Gulasch genommen. Man kann fertiges Dosengulasch nehmen, man kann selbst kochen. In meinem Fall sind es tatsächlich selbst eingekochtes Gulasch. Habe das Ganze vakuumiert. Das sieht man hier. Na, hier sieht man es. Vakuumiert. Den Emery wieder aufgeschnitten. Die vakuumierte Packung Essen rein. Das Ganze wieder verschweißt. Durch Luftfeuchtigkeit können die Heater nämlich auch aktiviert werden. Und fertig ist die Komplettmahlzeit. Sagen wir, man hätte es gerne wirklich fix und fertig. Dann nimmt man noch das vorhin erwähnte Tütchen vom Wassereis. Packt da die Menge Wasser ein, die man hierfür braucht, verschweißt es wieder. Packt das auch mit rein, verschweißt alles, dann hat man eine komplette fertige Mahlzeit. Zu der man nichts anderes mehr braucht, als irgendwas, um es aufzureißen. Und wenn man kein Besteck mehr hat, kann man es sogar quasi aus der Tüte rauspressen, so aller Essen aus der Tüte. Natürlich nicht sehr appetitlich, aber wie man so schon sagt, der Hunger treibt es rein. Kostenmäßig ist man hier jetzt bei 1,50 bis 2 Euro für so ein Paket und ist damit deutlich unter dem, was fertige Notrationen kosten. Ich verwende diese Rationen zum Beispiel bei unseren Touren an der Isar, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt. Man darf dort übernachten, das ist alles kein Problem, sich mit Biwaksack und Isomatte irgendwo ans Flussufer zu legen. Aber offenes Feuer wird nicht gern gesehen. Klar, wir können einen Kocher anschmeißen. Hiermit gehen wir noch einen Schritt weiter. Wasser gibt es unbegrenzt an der Isar. Das heißt, man nimmt sich einen Becher in Wasser, füllt die Dinger auf und dann hat man innerhalb von 20 Minuten warmes Essen. Zudem hat man selbst noch die Kontrolle darüber, was drin ist und muss sich nicht überraschen lassen, was einem entgegenkommt, wenn man die Packung aufreißt. Was auch verstärkt ansetzt, ist einfach hier, wo ich jetzt auch die Videos mache, bei uns im Reichswald. Das Ganze war früher militärisches Sperrgebiet, es ist jetzt Naturschutzgebiet. Der Förster ist keineswegs erfreut darüber, wenn jetzt hier jemand seinen Esbitkocher auspackt oder seinen Spirituskocher. Und ich bin ganz froh, dass eigentlich niemand was dagegen hat, dass wir hier unsere Videos machen, dass wir hier Fotos machen. Und dementsprechend zeige ich eben auch in der Richtung Rücksichtnahme, dass ich einfach sage, gut, ich gehe nicht
Nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter, versteck mich und pack meinen Spirituskocher aus, sondern ich respektiere, was hier die Vorschriften sind, dass ich mich in bestimmten Gebieten nicht vom Weg entfernen darf und eben auch, dass ich kein offenes Feuer machen kann. Haben wir diese Rationen jetzt eben dabei. Sind natürlich auch auf militärischen Simulationen oder ähnlichen ideal, weil ein so ein Ding in die Weste gepackt hat man sein Abendessen. Und dann ist man versorgt. Wie gesagt, man kommt immer noch günstiger weg mit der Nation. Ist jetzt nicht hundertprozentig wirklich Survival-Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt schon fast Grundsatzdiskussion. Ich gehe eigentlich auch weg von dem Konzept des Survivals, wenn ich einfach sage, ich bin seit 22 Jahren, 23 Jahren outdoor-mäßig unterwegs. Ich habe noch nie eine echte Survival-Situation gehabt, wo ich gesagt habe, hoppala, jetzt geht es ums nackte Überleben. Wir hatten es schon mal, dass ich einen Kamerad im Gebirge eine Rippe geprellt hat und nicht mehr weiter konnte. Beziehungsweise war angeknackst, angebrochen. Das heißt, wir mussten im Schnee übernachten, was nicht geplant war. Ich selbst habe mir jetzt mittlerweile das zweite Mal den Fuß verdreht. Jetzt beim letzten Video habt ihr es ja gesehen und auch vor einigen Jahren auch im Schnee, wo wir dann in einer Art Höhle übernachten mussten, bis wir dann am nächsten Morgen weiter konnten. Aber sonst, ich bin mit ab 14 ungefähr raus in die Wellen und habe da übernachtet. Mit 17 war ich das erste Mal alleine in den Alpen, mit 18 war ich das erste Mal überhalb der Baumgrenze alleine, ohne Aufsicht quasi. Mit 19 sind wir zu Fuß über den Aufenpass mit damals nach heutigen Maßstäben uralter, grottenschlechter Ausrüstung. Aber wir haben es überlebt. Relativ in Erinnerung geblieben ist mir auch eine Osterwoche mit Kameraden in den Bergen. Wir sind im Sommer hoch zu einer Hütte, die eben mit dem Besitzer abgesprochen war, dass wir uns da einsiedeln konnten. Es war wunderbares Wetter, wir sind mit T-Shirts hoch, wir waren mit T-Shirts klettern. Und am nächsten Morgen, das war der 1. April, es müsste gewesen sein 95 oder 94, also auf jeden Fall 1. April, geht der Kamerad aus der Hütte, kommt wieder rein und meint, ja, da liegt ja Schnee. Naja, du schaut, ja klar, 1. April, kannst uns viel erzählen. Ich gehe raus in Shorts und T-Shirt und liege in der Schneewehe. Das wäre jetzt weiter nicht schlimm gewesen, wir hatten warme Kleidung dabei. Hinzu kam aber auch, dass wir damals E-Pass dabei hatten und die waren überlagert. Und daraufhin hatten wir zu dritt auf der Hütte, knapp unterhalb der Baumgrenze Montezumas Rache. Und da ging es uns wirklich dreckig. Und der frühzeitige Rückmarsch zurück zum Auto, das war wirklich böse. Und muss ich ganz ehrlich sagen, also muss ich nicht nochmal haben. Auch das wieder ein Grund, meine Nahrung für draußen besser umzustrukturieren. Ich habe jetzt eben auch in der Notverpflegung ist eben auch zum Beispiel Powergel, das habe ich vorhin vergessen, tut mir leid. Ich habe Traubenzucker dabei oder mal kurz schauen, ich muss zum Beispiel auch vom First Aid Kit so ein Ständchen. Das sind ganz normale Apothekenständchen. Da ist ein Elektrolytgetränk drin. Ganz einfach, wenn einem wirklich alles hochkommt und der Körper dann ausgedörrt ist, dass man dann einfach wieder eine gewisse Basis hat. Das sind einfach Sachen, die machen einem das Leben leichter. In keiner der Situationen habe ich wirklich Angst gehabt, dass Gefahr für Leib und Leben bestehen würde, aber es waren unschöne Situationen dabei. In den letzten 20 Jahren immer wieder mal. Es waren auch ganz einfach sehr banale Situationen dabei, wo ich mir hinterher trotzdem gesagt habe, war doch ganz gut, dass ich den Survival Kit dabei hatte. Bis hin zum ganz normalen, stinknormalen Tagesausflug mit der Family, wo wir vom Gewitter überrascht wurden und ich mehr oder weniger, weil ich es vergessen hatte, noch ein kleines Pocket-Tab, das BX-Pocket-Tab hinten in meiner Smog-Tasche hatte. Ja, ich gestehe, ich habe einen Smog an, wenn ich mit meinen Kids rausging, aber man hat Taschen für alles und die braucht man auch, wenn man mit Kids unterwegs ist. Ja, wie gesagt, so eine Notration, solche Details, die machen Sinn. Ihr müsst auf euch selber abstimmen, was ihr braucht. Es hat keinen Sinn, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich nehme das gleiche mit wie der Walter von Combat Gear, weil wenn euch dann hinterher das Ganze nicht schmeckt oder wenn es euch nicht bekommt, dann habt ihr davon gleich doppelt nichts.
Das gleiche gilt auch für Erste Hilfe und Medikamente, deswegen thematisiere ich Medikamente auch eigentlich gar nicht in den Videos. Das sind Sachen, lasst euch von einem Arzt beraten, lasst euch von eurem Arzt beraten, der euch kennt. Da habt ihr um Welten mehr davon. Ich werde versuchen, für den Sommer mal wirklich entweder Rettungssanitäter, Rettungsassistent oder auch tatsächlich mal eine Ärztin mit zu gewinnen, dass die mal sich bei den Videos mit beteiligt. Müssen wir mal schauen, wie das klappt und ob das klappt und unter welchen Umständen. Aber so lange, muss ich auch ganz ehrlich sagen, werde ich da auf diese Themen nicht mehr weiter eingehen. Ja, ich werde jetzt die Ration tatsächlich jetzt mal anstoßen. Und das war es eigentlich für heute. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Soweit wie ich das jetzt abschätzen kann, wird es das längste Video, das wir jetzt hier im Blog haben. Und wenn es die Zeit auch wirklich erlaubt, dann werden wir auch zusehen, dass wir diese Länge und diese Detailmenge und diesen Content auch bei den nächsten Videos aufrechterhalten. Eventuell wird dann auch ein Kamerad wieder mitkommen, wir werden es wieder zu zweit machen, muss ich mal sehen. Das nächste, was auf jeden Fall kommen wird, sind dann eben die Messer, da wird es dann produktspezifische. Und ein Plan, den wir noch haben, ist wirklich mal eine komplette Tour zu dokumentieren, dass wir wirklich sagen, wir nehmen 2 Tage lang die Kameras mit. Wir gehen zu dritt raus, Kamerad und ich, mit leichter Ausrüstung. Kollege kommt mit Kameraequipment und filmt das Ganze. Und dass wir dann da einen kleinen Kurztrip machen, müssen wir sehen, wie das zu realisieren ist. Ich habe es für letztes Jahr schon geplant, es hat nicht geklappt. Ich habe 3 Beerdigungen im vergangenen Jahr gehabt, ich hatte eine OP, das zehrt alles. Und zurzeit ist es auch so, ich habe mich jetzt hier auch nicht mehr als 4 Kilometer vom Parkplatz entfernt, weil ich einfach mit meinem Fuß noch laboriere. Und möchte ich einfach nicht überbeanspruchen. Aber ich bin eigentlich ganz guten Mutes. Wir haben jetzt dieses Jahr, ja, in den ersten 5 Wochen dieses Jahres haben wir jetzt eigentlich mehr Videos gemacht und mehr Infos eben zu euch rübergebracht, als wir es letztes Jahr gemacht haben. Gestehe ich ganz ehrlich ein. Das war ein bisschen mager letztes Jahr und dieses Jahr wird es hoffentlich besser. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr so lange durchgehalten habt und freue mich aufs nächste Mal. Ich werde jetzt wie gesagt Mittag machen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Mittagessen und ihr hattet auch Spaß damit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.